Sehr geehrte Damen und Herren, unser Gesundheitswesen ist eines der besten der Welt. Es dürfen nur nicht so viele Patienten in die Notaufnahme kommen. Dann bricht das beinahe weltbeste System nämlich zusammen, weshalb wir alle möglichst allein in den Hausarrest gehen sollen, damit wir uns nicht mit dem einen Erreger infizieren, der uns in die Notaufnahme nötigen könnte. Willkommen zu einer Durchsicht in der Wochenmitte. Zur Rettung der Rettungsstellen ist der Regierungskurs ja klar. Unverändert gilt, wenn wir mit konsequenten Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens warten würden, bis die Intensivstationen unserer Krankenhäuser voll belegt sind, belastet sind sie ja schon jetzt, dann wäre es zu spät. Die Situation auf den Intensivstationen nehme ich sehr, sehr ernst. Die Intensivmediziner beschreiben uns, dass sie auch mit der Zahl an intensivpflichtigen und beatmungspflichtigen Covid-19-Patienten Stand heute zwar umgehen können, aber eben nur unter großem Stress für alle Beteiligten. Also Deutschlands Intensivstationen droht die Überlastung, weshalb wir alle diszipliniert sein sollen. Eine volle Intensivstation kann man auch nicht wegdiskutieren. Nur liegt es nicht immer an den Covid-Fällen, wenn eine Intensivstation fast vollzählig belegt ist. Man muss immer ganz genau hinschauen. Insgesamt ist die Lage noch sehr stabil, aber Sie sehen das hier in einigen Bundesländern, gibt es relativ viele rote Stellen, zum Beispiel hier im Landkreis Odenwaldkreis in Hessen. Da gibt es 126 Betten, 124 sind belegt, 4 Covid-Fälle gibt es und 3 davon werden beatmet. Die 4 Covid-Fälle in den 126 Intensivbetten eines Landkreises dürften nicht die Hauptverursacher einer drohenden Überfüllung sein. Auch andere Zahlen regen zur Nachfrage an. Wie kann es sein, dass inmitten der Corona-Krise die Gesamtzahl der Intensivbetten sinkt, während wir in unseren Grundrechten beschnitten werden, damit es dort zu keinen Engpässen kommt? Bei der Bundespressekonferenz am Montag fragte der Kollege Boris Reitschuster den Sprecher des Gesundheitsministeriums. Laut diesem Intensivregister, der die freien Betten in Intensivstationen erfasst, sind in den letzten 2 Monaten 3.167 Intensivbetten insgesamt in Deutschland weniger vorhanden. Wie kam es zu diesem Schwund von Intensivbetten mitten in der Corona-Krise? Danke. Da müssen Sie sich bitte an die Bundesländer wenden. Die Bundesländer sind verpflichtet, seit dem 16. April alle ihre verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten jeden Tag an das DIVI-Intensivregister zu melden. Und ein Behandlungsplatz ist nicht nur das Bett und das Gerät, sondern auch das Personal. Das war der entscheidende Halbsatz. Das Personal fehlt in den Intensivstationen. Wo kein fachkundiger Pfleger ist, da bleibt das Intensivbett ein weitgehend nutzloses Möbelstück. Doch daran ist das Coronavirus nicht schuld, sondern das ist ein altes Problem, das von deutschen Medien in den vergangenen Jahren auch wiederholt aufgegriffen wurde. Im Corona-Ausnahmezustand scheint das fast vergessen zu sein. Jetzt sollen die Bürger wegen der Mängel im Gesundheitswesen lieber zu Hause bleiben. Und jetzt quasi benutzt man das Thema überfüllte Krankenhäuser und schau einfach mal die Berichte in den letzten Jahren an. Also 2016, 17, 18, 19, überall findest du Berichte von überfüllten Krankenhäusern wegen Grippewelle. Das ist also Standard. In Italien hoch 3. Man hat nichts gemacht. Man hat nicht darauf reagiert. Wie kann es sein, dass eine Grippewelle unser Gesundheitssystem lahmlegt? Letzte Woche in Augsburg war es so schlimm, dass alle bereits angesetzten Operationen abgesagt wurden. Auch Tumorpatienten, um Notfälle wie Lungenentzündung oder Herzinfarkt überhaupt noch versorgen zu können. Die aktuellen Berichte über punktuelle Überbelegungen in Krankenhäusern ist ein strukturelles Problem. Das ist ein Problem der Gesundheitspolitik. Da hat man jahrelang auch die Augen verschlossen. Und das jetzt als Panik zu benutzen, um quasi eine Epidemie nationaler Tragweite auszurufen, ist natürlich kompletter Unfug. Seit Jahren, ja, ausgehend von dem Wirken der Bertelsmann Stiftung, sagt man, Medizin ist ein Markt, ist keine Gemeinschaftsaufgabe mehr, sondern ein Markt. Man kann verdienen in der Medizin. Also muss ich Medizin auch marktwirtschaftlich organisieren. Das heißt, Krankenhäuser werden plötzlich zu Unternehmen. Und das heißt, in diesen Systemen hat der Betriebswirt plötzlich das Sagen.
Und was macht denn ein Betriebswirt, um etwas profitabler zu machen? Ja, Personalabbau und Sparen am Material, Kostenreduktion. Und das Ergebnis sehen wir gerade. Einsparungen, Fallpauschalen, Wettbewerb, Erfolgsdruck. Der Auftrag, mehr operieren mit weniger Pflegepersonal, hat unser Gesundheitssystem an einen Punkt gebracht, an dem die jährliche Grippesaison eine Krise auslöst, in der dann Lebensgefahr herrscht. Wir haben den Personalspiegel in den Krankenhäusern so runtergefahren, dass er im optimalen Fall funktioniert, also wenn quasi keine Belastung kommt. Kommt aber eine Belastung obendrauf, brauche ich halt Redundanzen. Ich brauche halt einen gewissen Puffer, damit das nicht sofort in sich zusammenfällt. Habe ich den nicht aufgebaut, habe ich den wegrationalisiert, weil es halt im Businessplan nicht gut aussieht, dann fehlen diese Redundanzen jetzt, fehlen diese Stellen. Und zwar habe ich eine Frage, ob es schon einen Fall gab, wo ein Patient abgelehnt werden musste für ein Intensivbett. Die Frage ist jetzt, wie definieren Sie abgelehnt? Ob es schon Situationen gegeben hat, wo ein Patient dann etwa verlegt worden ist von einer Klinik zu einer anderen, weil die Klinik eben an die Grenze dessen kommt, was geht. Das hat es schon gegeben, das hat es auch im Frühjahr schon gegeben. Und ansonsten gibt es natürlich Konzepte regional, die gibt es aber auch jenseits der Pandemie, weil der Umstand, dass eine Intensivstation voll ist, wenn man es so sagen will, also nicht zusätzlich Patienten aufnehmen kann, den hat es ja auch schon vor Corona gegeben. Und dann würde eben etwa im Notfall ein entsprechender Rettungswagen dann umgeleitet werden in ein anderes Krankenhaus. Das hat es vor Corona gegeben, das wird es mit Sicherheit auch während Corona geben und ich denke auch nach Corona. Was jetzt der Legitimation staatlicher Zwangsmaßnahmen dient, hat der Staat durch seine Gesundheitspolitik zu verantworten. Die hat weit vor Corona auch Todesopfer gefordert. Es gab einen Todesfall, letzte Woche in Karlsruhe. Keine verfügbare Intensivversorgung in der Nähe. Nach einer langen Fahrt verstarb der Patient. Horror für alle. Dienstagnacht, 22 Uhr, alle Notaufnahmen im Raum München abgemeldet. Bis auf Murnau, 70 Kilometer. Hoffentlich bleiben Sie gesund. Wenn nicht, viel Glück. So hat die ARD noch im März 2018 berichtet. Damals war noch allen klar, dass das Problem die mangelnden Kapazitäten sind und es die Aufgabe des Staates wäre, diese auszubauen und wieder an die Bedürfnisse der Bürger anzupassen. Stattdessen müssen jetzt die Bürger ihr Leben den Mängeln des Gesundheitswesens anpassen. Eigentlich ist es atemberaubend, wie drastisch Regierungen derzeit die Verantwortung für die eigenen Fehlleistungen auf die Bevölkerung abwälzen können.